Ja, liebe Schalke Handballer, das ist für uns eine ganz große Freude, dass wir jetzt zwei Oberligisten im Kreis haben. Nach einem Aufstieg in die Landesliga und einer Generalprobe habt ihr es jetzt geschafft und habt euch das verdient. Und wir hoffen, dass ihr im nächsten Jahr auch dabei bleibt und im übernächsten Jahr und uns dauerhaft würdig da vertretet. Es gibt eine kleine Aufmerksamkeit, die Urkunde als Meister und Ball dazu. Und herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Einige, weil sie ihre Karriere beenden und andere, weil sie den Verein verlassen. Ich fange mal mit Rosen Kollef an. Rosen Kollef, unser Torhüter und Nationalspieler aus Ungarn. Vor 4 Jahren vom SV Wisterhöllen nach einem Kreuzbandriss zu uns gekommen. Er hat uns sofort spielerisch weitergebracht. Neben seinen spielerischen Fähigkeiten hat er auch Jugendmannschaften trainiert und bei dem Projekt Schulliga mitgeholfen. Die abgelaufene Saison war er leider von Verletzungen geplagt. Jetzt will er noch einmal in Westerholt sein Glück versuchen. Ich wünsche dir dort eine gute Saison, hoffe aber, dich bald als Jugendtrainer bei uns wieder begrüßen zu können. Vielen Dank. Als nächsten haben wir Christopher Hemig. Wo ist er? Da, ja. Da hat er jetzt nach 4 Jahren zusammengekommen. Damals vom Schwarz-Weiß jetzt nicht gut. Seine Ausbildung in der Jugend hat er bei TuS im Essen bekommen. Gefürchtet waren seine Stimmwürfe aus dem Rückraum und seine hohen Sprünge von außen. Eine Schulterverletzung zwingt ihn dazu, seine Karriere vorläufig zu beenden. Vielleicht klappt es ja nochmal in den nächsten Jahren mit dir. Ich hoffe, dich dann wiederzusehen. So. Sven Erzfeld. Seine Ruhe im Tor, die vielen gefangenen Torwürfe und seine Einleitung der schnellen Gegenstöße werden wir sehr vermissen. Da du dich aber in Zukunft mehr auf dein Privatleben konzentrieren willst, ist der anfallende Trainingsaufwand für die Oberliga zu groß. Und dein Wechsel wahrscheinlich zum PSV Recklinghausen ist zu verstehen. Wir wünschen dir viel Glück und noch viele weitere tolle Spiele. Aber dem FC Schalke 04 treu geblieben.
Du warst und bist einer der fittesten Spieler in den verschiedenen Ligen. Auch die Bezeichnung bester Rechtsaußen, Rechtshänder auf Rechtsaußen ist ein bekannter Spruch für deine Leistung. Jetzt wechselst du ins Trainerfach. Ab nächster Saison stehst du als Co-Trainer unserer zweiten Mannschaft zur Verfügung. Als er das Leistungsangebot nicht mehr langte, bist du nach Linke gewechselt und hast dort dich ständig weiterentwickelt. Du warst immer Stammspieler der ersten Herrenmannschaft in Ober- und Verbandsliga. Auch ein Ausflug nach Gladbeck in die dritte Liga hast du erfolgreich gemeistert. Aber seit 4 Jahren gehörst du zu uns. Deine Übersicht war maßgebend für die Aufstiege unserer ersten Herrenmannschaft. Dafür ein dickes Dankeschön. Dazu mit dem Handballsport aufzuhören. Aber du bleibst uns erhalten, Gott sei Dank. Nämlich als Co-Trainer der ersten Mannschaft und Berater in allen Lebenslagen. Wir freuen uns darauf. Er ist als Chinese verschrieben, ist aus Ostwestfalen hierher gekommen, hat immer loses Mundwerk gehabt. Ja, vielen Dank, er war dabei, hat die Saisonvorbereitung gemacht, hat mir unter anderem eine Pläte rasiert. Er wird sehr viel gut dazu. Ja, du warst ein gutes Jahr dabei, hast die Vorbereitung mitgemacht. Immer bei der Mannschaft dabei geblieben und jobmäßig bist du nach Norddeutschland gegangen. Diesbezüglich wollen wir dich auch gerne verabschieden und ein recht herzliches Dankeschön an dir, Tobi, bist ein feiner Kerl. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen, feuchtfröhlichen Abend. Die Bar ist eröffnet. Lasst uns gemeinsam etwas Verrücktes probieren. Alle setzen sich hin.